Oh, war ja auch Family Lux. Jawohl, jawohl. Willkommen. Ich habe immer diesen Holm im Weg, es tut mir leid. Ich hoffe, du hast das Ziel erreicht. Wir sind im Hotel angekommen. Und jetzt mal gucken, ob wir direkt aufs Zimmer dürfen, denn eigentlich sind wir viel zu früh. Aber mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Und essen müssen wir auch noch was, ne? Oder vielleicht können wir ins Schwimmbad. Schnucki, wenn, dann will ich erst aufs Zimmer und mich umziehen, bevor ich ins Schwimmbad gehe. Außerdem haben wir noch nicht gegessen. Schaut mal, das ist unser Hotel. Und das ist der Ausblick. Aber vielleicht haben wir ja vom Hotel aus, nachher von unserem Zimmer, noch einen schöneren Ausblick. Ja. Wir sind im Hotel angekommen, beziehungsweise schon ganz, ganz lange. Und zwar haben wir die Kinder jetzt mit dem Bus zum Schwimmen geschickt. Das hat das Hotel nämlich angeboten, dass die in so ein Spaßbad fahren. Und das heißt, meine Freundin und ich haben jetzt den ganzen Nachmittag frei gehabt, konnten uns hier erstmal umschauen im Hotel, konnten unser Hotelzimmer beziehen und ich denke mal, die Kinder sind in einer Stunde oder so zurück. Wir sehen auch schon so ein bisschen fertig aus, ich zumindest, weil wir halt wirklich das ganze Hotelgelände abgelaufen sind. Und ich wollte euch jetzt einmal unser Zimmer zeigen. So, hinter mir ist die Tür und jetzt zeige ich euch erstmal das Bad. So. Richtig schön großer Spiegel, schön hell, nicht zum Vergleich zum letzten Hotel, falls ihr euch erinnert an die super schönen Kacheln. Hier mit Wasserfalldusche, eine große Dusche, würde ich sagen. So, hier ist das WC. Dann ist hier die Eingangstür, da steht mein Laptop, da ist das Bett. Dann habe ich anstatt einen Schrank, habe ich so einen kleinen begehbaren Schrank mit, wer kennt den Insider, mit Mikrowelle. Und wir haben sogar einen Kühlschrank. Und dadurch, dass wir all-inklusiv haben, dürfen wir uns, Moment, wo geht der auf? Dürfen wir uns unten immer so Karaffen holen. Und dann sind da diese Spender, dieses Refill, wo ihr Sprite, Cola, Apfelsaft, alles Mögliche kriegen könnt. Und da könnt ihr euch dann eben, was weiß ich, diese Karaffen reinstellen in den Kühlschrank und Gläser mitnehmen. Und so habt ihr dann ja quasi kostenlos Getränke die ganze Zeit. Dann gibt es Bademäntel und Schlappen und noch eine große Tasche mit Handtüchern und ein Bademantel in 3XL für mich, weil das ist M, da kriege ich mich nicht reingequetscht. Hier liegt mein Koffer, der sieht etwas wirr aus, weil wir haben festgestellt, dadurch, dass er in Hamburg im Regen draußen stand, bis der eingeladen wurde, ist das hier alles klitschnass geworden. Jetzt geht's, es trocknet. Und ich habe meine Klamotten, zeige ich euch direkt mal den Balkon. Einmal hier draußen auf den Balkon gehängt. Hier ist nämlich extra eine Wäschespinne. Und ja, da hängen jetzt unsere Klamotten in Hoffnung, dass sie trocknen. Und dann kann ich euch gleich mal meinen Ausblick zeigen. Ja, die Wand ist jetzt nicht so toll. Aber dafür könnt ihr hier die Berge sehen. Und da könnte man sogar jemanden trainieren sehen. Uns werdet ihr da wahrscheinlich nicht sehen. Schaut mal, wie schön. Dann haben wir da Fadima. Hallo. Warte, wir machen nochmal. Warte, wie ging das? So. Und guck mal, hier haben wir eine kleine Räuberhöhle. Das ist doch cool, oder nicht? So, da oben ist ein Licht. Und dann habt ihr hier, oder die Kinder, so eine kleine Höhle. So, und was machen wir beiden Hübschen jetzt noch? Wir beiden Hübschen? Ja. Wir können euch ja noch ein bisschen was vom Hotel zeigen. So ein paar Kleinigkeiten, die wir vorhin schon entdeckt haben. Könnt ihr ja auch mitkommen. So, jetzt nehmen wir euch mal mit in den Fahrstuhl. Wir können ja mal gucken, ob an unserem Tisch jetzt unser Name steht. Ja. Hier ist jetzt gerade so schön wenig los, deswegen kann ich auch gut filmen. Ja. Oh, steht unser Name? Ja. Ach, guck. Das ist unser Tisch für die nächsten Tage. Und guck mal, für uns beide stehen sogar Weingläser. Können wir uns die Kante geben heute Abend? Ja, und dann schlafen wir aber gut ein. Ne? Und die Kinder machen Radau. Ja. Jetzt gehen wir nochmal raus und zeigen euch das draußen. Ist gerade so herrlich leer. Oh, frische Luft. Guck mal, hier kann man auch runtergehen noch. Schaut mal.
Das sind bestimmt Kuhglocken, oder? Oder sind das Ziegen? Ja, das sind bestimmt Ziegen oder Kuhgekühe. Ist das nicht nervig, wenn man den ganzen Tag mit so einem Gebammel... Kannst du mal kurz... Hallo, hallo. Was? Achso, was soll ich? Mein Gesicht. Warte. Die kleben am Lavello fest. Guck mal. So, dahinter ist der Pool. Das heißt, wenn ihr im Pool seid, im Outdoor-Pool, dann habt ihr diesen Ausblick. Guck mal, wie schön das hier ist. Ach, guck mal, wir können hier durchgucken. Warte mal. Mal gucken, ob wir was sehen. Ah. Könnt ihr was erkennen? Ja, das ist das Oberjoch Familux Resort. Das ist extra ein Kinderhotel. Da oben ist Fitnesscenter. Da unten steht unser Mietwagen. Und guck mal, wie schön das aussieht hier. Richtig schön. Was für ein Panorama, oder? Und wir haben schon gesagt, das ist so schön. Das sieht so unwirklich aus. Das ist wie so eine Filmkulisse. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ihr, die vielleicht aus dem Süden von Deutschland kommt, ich kenne das nur aus meinen Ferien von damals, aus den Sommerferien, als ich Kind war. Aber das ist echt so Filmkulisse. Mega. So schön. Obstabteilung. Die sieht doch echt lecker aus, oder nicht? Melone. Das ist die Getränkestation, von der ich geredet habe. Jo, und hier gibt es immer leckere Törtchen. Während die Kinder im Spaßbad sind, lassen wir uns das gut gehen bei Kaffee und Kuchen. Und warte, ich zeige euch mal den Ausblick. Schaut mal. Wir können mitten auf die Berge sehen. Schön, oder? Es gibt jeden Tag Family Lux News und es steht dann immer drin, was es zu essen gibt, wie das Wetter ist und was man machen kann. Und ratet mal, wo wir heute hingehen. Hallo Hänsel, ich habe leider nichts. Guck mal, das funktioniert aber, ne? Ja. Das ist krass. Rocky? Krieg ich noch lecker? Es gibt auch ein extra Kinderbuffet. Heute Abend gibt es Pommes mit Schmetterlingsnudeln und Bolognese und Tomatensoße. Und für die ganz Kleinen gibt es noch die Abteilung. Mega, oder? Und Salat darf natürlich auch nicht fehlen. Die Fischteile, die schmecken so lecker. Die sind so lecker. Ist das Essen gut hier? Ja. Sehr schön. Und einen coolen Fitnessraum gibt es auch mit der besten Aussicht. Die haben sogar einen Balkon nach draußen, ne? Hier auch noch eine Art Riesen-Whirlpool. Hallo! Ist das schön oder ist das schön? Wir sind draußen und wir haben den Pool für uns ganz alleine. Warte, ich drehe mich mal um. Der eine Berg sieht aus wie eine Melone. Wie schön ist das? Der Mond ist da extra für uns. Kannst du dich sehen? Ja. Warte, haben wir die Berge mit drauf? Nee, nicht so zittern. Okay.